Genau. Horst hier hat noch eine spannende Frage gestellt, aber die würde ich jetzt erstmal zurück. Ich möchte gerne das hier mit Horst Henker, mit Wolf Henker weitermachen. Darf ich noch die Frage von Horsti? Ach so, ja, okay. Ja, nee, ich wollte ja eigentlich zurückstellen, aber nee, beantworte sie ruhig, wenn du eine kurze Antwort dafür hast. Mal gucken, ob ich es mit einer kurzen Antwort schaffe. Muss auch nicht sein. Das ging ja um externe Experten. Was ist eigentlich ein Experte, was ist eine Expertin? Das ist nochmal eine gänzlich andere, aber super spannende Frage, für die wir jetzt keine Zeit haben. Aber um Horstis Frage mal zu beantworten aus meinem Bereich. Ja, das ist nicht unüblich. Das gerade interessanterweise auch gerne, wenn sie schon emeritiert sind, dann in diese Beratungsgremien kommen oder irgendwelche Studienaufträge haben oder was auch immer. Und also ja, ich kenne das, dass Professorinnen als Experten auch bei Ministerien gehört werden. Ja. Das ist ja auch durchaus in offiziellen Anhörungen der Fall, wenn du dir jemanden dazu holst. Genau, und ganz berühmt ist ja auch die Leopoldina, die Akademie der Wissenschaft, wo dann ja quasi ein Konglomerat von ProfessorInnen da ist, nicht nur aus Deutschland und nicht auch nur zwangsläufig deutsche Staatsbürger, aber die machen sehr, sehr viele Studien und generell Politikberatung, aber es gibt natürlich noch andere, aber ja. Und das eine ist halt dann die Institutionen, das andere sind die Beratungsaufträge für die Professorinnen ganz individuell. Ja. Und die gibt es natürlich. Auch das wäre mal ein spannendes Thema. Ja. Und das mal anzugucken. Rita Schulz sagt noch, IT-Sicherheit macht das Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Tolle Kombination. Ja, ich möchte auch die Person, die dafür gesorgt hat, dass Datenautobahn quasi ein geflügeltes Wort wird, ist nach meiner Auffassung auch daran schuld, dass wir das Bundesministerium für Digitales und Verkehr haben in unserem autodominierten Land. Aber ja. Ich möchte auf Ich verstehe klicken, Romy. Ja, und ich wollte noch sagen, es gibt eine ganze Böhmermann-Folge zu diesem Ding Digitales und Verkehr. Gab eine ganze Folge von ihm, ich glaube noch im ZDF, also noch im Neo-Magazin Royal. Okay. Also falls das jemand finden sollte, mir war so, als hätte es da eine Folge gegeben. Da ging es auch um Kanzler Kohl. Falls es jemand findet, gerne auf Discord hauen. Und ja, ich bin auch für, ich verstehe. Alles klar. Jetzt weiß ich, was Sie meinen, Henker. Die sind auch ein Gefangener, Herr Schwarz. Und ein braver Gefängniswärter dazu. Natürlich habe ich alles unternommen, um Kerstin da rauszuholen. Aber egal, wo ich anrief, was auch immer ich unternahm, überall stieß ich auf eine uniformierte Wand des Schweigens. Dann begann ich öffentlich zu protestieren, indem ich Kerstins Lieder spielte. Sie hatte zwar immer die bessere Stimme von uns, aber das war mir egal. Ich erzählte ihre Geschichte überall und ich spielte ihre Lieder überall. Immer in der zarten Hoffnung, dass ihre Schönheit zusammen mit der grausamen Ungerechtigkeit, die Kerstin widerfahren ist, die Leute aufrütteln und zum Handeln motivieren würde. Aber nichts geschah. Stattdessen gab man mir zu verstehen, dass ich durch mein Verhalten Kerstins Situation nur noch verschlimmern würde. Man drohte mir, dass wenn ich meine Nachforschungen und meinen Protest nicht einstellte, Kerstin sterben würde. Da gab ich es auf. Und damit auch Kerstin. Es war einfacher zu glauben, sie sei tot. Ich habe mir geschworen, dass, wenn ich Kerstin schon nicht retten konnte, ich dafür dieses ganze verdammte System mit mir in den Abgrund reißen würde. Aber vergessen habe ich sie nie. Niemals. Wegen der Akte geben sie nicht auf. Also die... Der empathische Teil in mir sagt, geben sie nicht auf. Und der andere sagt, wegen der Akte. Ich habe da noch was. Wofür bist denn du? Wofür bin ich? Ah, es ist total schwierig.
Ich möchte sagen, geben Sie nicht auf. Wolf, alte Kralle, gib nicht auf. Seine Frau. Wir holen sie. Ja, wir holen sie raus. Und wir scheißen auch auf die... Das ist eine längere Geschichte. Wir müssen mal ein Bier trinken, Alter. Komm mit. Und was mit Müller? Das möchte ich jetzt eigentlich auch fragen. Ja. Ja, jetzt könnte er uns auch sagen, was ihm Herr Müller immer gibt. Ja. Und die Kick sagt eins, weil er bei zwei das Angst hat, dass das Gespräch beendet wird. Oh. Das ist ein ziemlich überzeugender Punkt gerade. Ja, das ist auch ein Punkt, der mich sehr zur Eins tendieren lässt. Mich jetzt auch. Danke, Niki. Ja. Und nur so nebenbei, Horst, die hat auf jeden Fall Stau auf der Datenautobahn, die Böhmermann-Folge vom ZDF-Magazin Royal auch schon auf Discord gepostet. Vielen Dank. Dann machen wir wegen der Akte. Ja. Mhm. Aber nun, wo Sie wissen, dass Kerstin noch lebt, können Sie doch etwas unternehmen? Was denn? Mir sind doch die Hände gebunden. Kerstin lebt. Das ist das Wichtigste. Vielleicht können Sie nun herausfinden, wo... Vielleicht können Sie... Ich dachte, wir. Ich habe gerade schon mitgelesen. So, Kerstin lebt. Das ist das Wichtigste. Vielleicht können Sie nun herausfinden, wo sie festgehalten wird. Dann können Sie versuchen, auf Ihre Freilassung hinzuwirken. Nun ja. Jetzt, wo wir wieder eine Spur haben... Aber Sie müssen mir helfen, Schwarz. Was? Ich? Ja klar, du, Frank. Alte Säge, du musst ihm helfen. Sie haben Zugang zum Ministerium. Und Sie haben bewiesen, dass Sie das Herz am richtigen Fleck tragen. Bitte finden Sie für mich heraus, wo genau Kerstin festgehalten wird. Nun ja, ich kann mich ja mal umhören. Danke. Und ich weiß nicht, ob das hilfreich ist. Aber einer meiner Leute berichtete mir von einem Straflager namens Grauholz, in dem angeblich Künstler festgehalten werden. Schauen Sie also unbedingt, ob Sie zu diesem Lager irgendwelche Informationen finden. Das wäre auf jeden Fall ein guter Ausgangspunkt für Ihre Nachforschung. Ich werde es versuchen. Sie sprachen von Ihren Leuten. Oh, jetzt wird das spannend, Widdert. Ich möchte mehr über die Leute wissen. Ja. Ja, ja. Grauholz ist eine Raststätte bei Bern. Oh Gott. Danke, Zarazani. Und Rita Schulz sagt auch nochmal, das war die ZDF-Magazin Royal-Folge vom 26.02.2021. Noch gar nicht so lange hier. Nein. Ich kenne nur Schwedt. In Schwedt war ich auch schon. Ja. Gibt es eigentlich bekannte Namen aus der DDR? Kenne nur Schwedt. Ah, sie sprachen von ihren Leuten. Mhm. Sie sprachen eben von ihren Leuten. Wen meinten sie damit? Gleichgesinnte. Männer und Frauen wie mich, die sich nicht unterkriegen lassen und an eine bessere Zukunft glauben. Manche nennen uns den Widerstand. Aber mal ehrlich, wir sind einfach normale Bürger, die sich nicht mehr länger unterdrücken lassen wollen. Aber wir können ein andermal über solche Dinge quatschen. Jetzt hat erstmal Vorrang, Kerstins Aufenthaltsort zu finden. Ich werde es versuchen, aber ich kann nichts versprechen. Danke trotzdem, Herr Schwarz. Okay. Okay. Oh, ich will mich nicht mit Frau Beinert über Wolfs Reaktion unterhalten. Nee. Wisst ihr noch, die hat doch gesagt, dass sie nicht will, dass irgendwas über Kerstin an die Öffentlichkeit kommt, damit ihre schöne Karriere nicht beschmutzt wird. Aber da haben wir auch schon auf sie eingewirkt, dass sie gesagt hat, ja, du könntest ja mal zu Wolf gehen. Ich glaube, dass es nicht so total absolut ist. Ich habe einfach noch Hoffnung für sie. Aber du hast recht, ja, im Prinzip, ja.
Damit ich es auch nicht vergesse, wir haben noch 640 Euro Wasserrechnung. Ja, ich möchte eigentlich, das ist jetzt, ich möchte erstmal zum Computer im Ministerium gehen und was über Grauholz herausfinden. Na dann. Jetzt muss ich mal kurz in den Chat gucken. Raffiniert vom Spiel, wollen wir Kerstin mitretten, müssen wir aufgrund der wenigen Zeit die Reform verhindern. Was ist mit der besten Zukunft der besten Nation? Was ist mit mir? Oh Gott, Lotte. Wir gehen jetzt runter und holen rufen Steffen Huberts an. Dann machen wir das mal. Das machen wir jetzt. Und ich habe gerade auch noch mal geguckt. Danke, Horsti, auch noch mal für den Hinweis auf Schwed in der DDR. Weil ich habe Torgau mitbekommen und irgendwie auch den Roten Ochsen. Aber Schwed, das war gar nicht so richtig auf meinem Radar. Und das war ein Militärgefängnis. Also quasi für Soldaten, die nicht linientreu waren. Oh, krass. Wenn ich das richtig gelesen habe. Die Sache ist jetzt, ich gehe nochmal kurz, wir machen jetzt erstmal Steffen Huberts anrufen, ne? Ja. Weil wir haben wieder Geldmangel. Sie sieht fern so Dinge. Wir müssen, wie lange haben wir Zeit für die Rechnung? 45, ja, wir werden ja gewarnt. Wir rufen jetzt erstmal Steffen Huberts an. Mhm. Okay. Eine Nummer wählen. Steffen Huberts anrufen. Macke. Ring, ring, ring. Miss Berlin. Herr Huberts scheint gerade beschäftigt zu sein. Jo. Klick. Okay, so viel zum Thema. Mal gucken, was das Spiel uns bietet an Optionen. Ja. Gar keinen. Tja. Dann auf zu Frau Beinert. Ja. Stimmt. Da müssen wir uns jetzt ein bisschen... Also vielleicht schaffen wir es noch. ...sputen. Ja, das schaffen wir noch. 14.30 Uhr, das schaffen wir noch. Und es ruckelt wieder. Warum ruckelt es wieder? Ach, und Simpe fragt noch, wer Herr Müller ist. Herr Müller ist jemand aus dem Ministerium. Und wir haben einmal für Herrn Müller ein Papier, ich glaube, es war auch ein Notenblatt, an den Wolf Henker überbracht und waren total irritiert, warum denn überhaupt. Ja, Müller ist der, der uns ganz am Anfang gesagt hat, ey, du überwachst jetzt hier dieses Haus und von dem haben wir die Aufgaben gekriegt, ganz am Anfang. Also fieser Geselle eigentlich. Und der hat uns einen Auftrag gegeben, wo wir zu Herrn Henker mussten. Genau, und da haben wir von Herrn Müller einen Umschlag überbracht und wir haben auch Geld irgendwie. Henker hat Müller Geld gegeben oder andersrum. Ich weiß es nicht mehr genau. Also wir haben auf jeden Fall ein bisschen Geld bekommen. Das war nicht viel irgendwie für unsere Aufmerksamkeit. Und ich glaube, mich zu erinnern, da war ein Notenblatt drin. Ja, aber und wir mussten uns mit Müller irgendwie in dem Serverraum irgendwie treffen und das sollte heimlich irgendwie ablaufen und so eine Scherze. Also ganz, ganz spannende Nummer. Simpel weiß das, deswegen die Frage, also ob Müller mit zum Widerstand gehört. Ja. Guten Tag, Herr Schwarz, wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe Wolf die Akte gezeigt. Ich habe mit Ihrem Bruder gesprochen. Ah, gut, schätze ich. Was hat er gesagt? Er sagte, er wusste nicht, dass Kerstin noch lebt. Gleichzeitig sagte er aber auch, dass man ihn mit Kerstins Leben erpresst hätte. Erpresst? Wie meinen Sie das? Man hat ihm wohl gedroht, sie zu töten, wenn er weiter versucht, sie zu befreien. Wie merkwürdig. Mir gegenüber hat er das nie erzählt.
Wolf ist seit der Zeit, in der Kerstin verhaftet wurde, sehr radikal, müssen Sie wissen. Er hat nie aufgehört, diese rebellischen Lieder zu singen. Er ist so etwas wie ein Held für den Widerstand geworden. Ein Sänger, der nicht verstummen will. Alle unzufriedenen Subjekte in unserem Land verehren ihn regelrecht. Wolf weiß nicht, was gut für ihn ist. Oder für mich. Daher habe ich jeden Kontakt zu ihm abgebrochen. Glücklicherweise trage ich durch meine Heirat einen anderen Nachnamen. Ich verstehe. Nun hat er ja wieder eine Spur, die er verfolgen kann, um Kerstin zu finden. Das stimmt. Ich hoffe, er nutzt sie. Immerhin besteht seine ganze Lebensgeschichte, die er in seinen Liedern verarbeitet, aus Kerstins tragischem Schicksal. Vielleicht dachte er deshalb, dass sie tot wäre. Okay. Was ist da jetzt zugekommen? Schicksal einer Märtyrerin. Wolfgang hat mich gebeten, finde raus, wo Kerstin Henker verwahrt wird. Okay, ja, das müssen wir jetzt machen. Das Ding haben wir jetzt abgeschlossen. Dafür haben wir 100 Geld bekommen. Das ist schon mal gut. Bringt uns der Rechnung ein bisschen weiter. Ach Gott. Stromrechnung haben wir jetzt auch. Wir sind gerade ein bisschen in Geldnot. Ja, aber auch, ich bin da ja noch entspannt. Wir können ja dann auch demnächst unsere Frau wieder fragen. Ja, genau. Wir können. Wir haben auch noch ein paar Haushaltsaufgaben. Ja. Ich wollte noch mal darauf eingehen, dass Frau Beinert auch gerade über Subjekte gesprochen hat. Also wir hatten ja vorhin dieses Thema mit der Entmenschlichung. Mhm. Und auch hier wieder, diese Menschen, über die wir ja eigentlich reden, Menschen wie Kerstin, werden einfach als Subjekte zusammengefasst. Ja. Störende Subjekte, die irgendwie stören. Also Subjekte, die stören diesen geregelten Ablauf und die Ruhe in diesem verrückten Staat. Aber ich habe das Gefühl, sie ist ein bisschen abgetreten von dem, nein, ich will, das könnte auf mich zurückfallen, nachdem sie das jetzt, ist jetzt ein bisschen, sagen wir mal, milder gestimmt. Also es ist noch nicht so, wo ich sagen würde, oh, sie hat sich aber geändert oder sowas, aber das klang jetzt schon mal eher nach einem Zwischenton und nicht dieser ganz heftigen Position, die wir vorher hatten. Ja, zumal sie auch selber gerade überrascht schien. Ja. Und sich auch ehrlich wünschte, also zumindest kam das jetzt bei mir irgendwie zumindest an, ob dem so ist oder nicht, weiß ich nicht, dass es ihrem Bruder besser geht, weil bei ihm dreht sich halt alles um das Schicksal seiner Frau und wenn sie noch lebt, dann würde ihm das möglicherweise helfen. Mhm. Und ich möchte jetzt mal nach oben fahren und in den Serverraum gehen. Und Horst, hier bringt übrigens gerade noch einen ganz spannenden Punkt. Also wir hatten noch gerade Müller und wer da und was, Müller und der Henker und Und Horst, hier bringt gerade noch mal mit ein, so, aber eigentlich war Müller doch einer von Lotte Altmanns Leuten. Ja, richtig. Und ja, das war er oder ist er. Und insofern, seitdem denke ich drüber nach, ob Lotte Altmann vielleicht gar nicht so schlimm ist, wie ich denke. Ich weiß es einfach nicht. Oder Müller hat irgendwo, weil das war eine Nummer, wo er hat sich extra mit uns im Serverraum getroffen. Im Serverraum hängt kein Brandmelder. In Brandmeldern sind immer die Kameras. Das war vielleicht eine Sache, die er an Lotte Altmann vorbeigemacht hat. Möglich. Aber als, dass das funktioniert, dass man an Lotte Altmann was vorbeimachen kann? Vielleicht, wenn man jemand aus Abteilung 4 ist, schon. Mhm. So, ich möchte mal, jetzt was wir über Grauholz rausfinden können. Ja. Bitte wählen Sie die gewünschte Aktion. Zweimal wegtreten. Okay, Verwahrungsakte Kerstin Henker aufrufen. Oh, okay, das ist einfach. Akte unterliegt erhöhter Sicherheitsstufe. Bitte wählen Sie Ihr Mitarbeiterprofil aus. Frank Schwarz. Sicherheitsstufe des Benutzers zu niedrig. Zugriff nicht gestattet. Das heißt, da können wir einfach drauf zugreifen. Einfach. Ja. Guck mal. Karriereleiter.
Müssen einfach nur die Reform verhindern. Und dann sind wir schon ein gutes Stück weiter, darauf vielleicht zuzugreifen. Ja, die For-the-People-Stimmung kommt langsam wieder. Da hat Horst die recht. Wir haben vor mittlerweile schon echt einiger Zeit For-the-People gespielt. Das war vor über einem Jahr, oder? Haben wir For-the-People gespielt, wo man quasi die Verwaltung auch in einem totalitären Staat, die Stadtverwaltung einer kleinen Stadt hat. Und was ein bisschen schon anders als Beholder 3, war aber auch, Graphic Novel mäßig. Es war auch haare raufend und haarsträubend und wir waren sehr paranoid, als wir das spielten. Mhm. Auch zu Recht, wie ich fand. Ja. Im Nachhinein noch ein bisschen mehr, es wäre interessant. Ja. Und Nikik, vielleicht Gefühl, kommen wir ja auch an ein Profil von jemand anderem. Ja, das wäre schön, ja. Ich glaube, ich würde gerne eine kurze Pause machen. Finde ich gut. Lass uns eine Pause machen. Ich habe gerade keine Ahnung, wie wir weitermachen und würde mal so gerne 5 Minuten von diesem Rechner aufstehen. Ja. Und vielleicht machen wir das ja alle. Also selbst wenn wir nicht aufstehen, ihr nicht aufsteht. Aber dann gemeinsam weiter überlegen, was wir machen können.